Messi entscheidet alles bei Barcelona. Aus mir schwerlich erkennbaren Gründen ist Florian Kohfeldt die heißeste Trainerware. Da bin ich zu 100% Team Kimmich und ist für mich auch gar keine Diskussion. Boom, 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 Freunde! Es wird wieder frittiert! Herzlich willkommen zum One Football Q&A an diesem wunderschönen Donnerstag. Wie immer hat Flo 15 Fragen Gott selbst gestellt und dann so getan, als wären die von euch. Und wir legen los mit NHGamer246. Zurzeit sind viele Österreicher in Super, wie Sabitzer, Leimer, Alaba, Leiner, Hinteregger und viele mehr. Glaubt ihr, dass Österreicher eine kleine Sensation bei EM erreichen? Da fehlen 4 bis 6 Wörter in der Frage, aber ich gehe davon aus, dass der NH-Gamer vielleicht Österreicher ist und dass die Probleme mit der deutschen Sprache haben, das ist ja nichts Neues. Und meine Antwort ist, nein. Österreich hat sicherlich einen sehr guten Kader. Ich habe aber bei der WM 2018 schon an Österreich geglaubt und da haben sie mich so dermaßen enttäuscht, dass ich es mir einfach nicht vorstellen kann. Österreich muss erstmal was zeigen, bevor ich sie wieder an sie glaube. Ich werde mich jetzt hier nicht zum Hottake hinreißen lassen. Österreich wird nicht erster europäischer Weltmeister. Nein, Österreich, nein, tut mir leid, ich glaube nicht dran. Das ist auf jeden Fall ein super Kader und wer Hinteregger hat, hat eh schon gewonnen, aber ich glaube nicht daran, dass sie irgendwas reißen können. LG vor Christian mit der nächsten Frage, oder besser gesagt mit 2 Hottakes. Nummer 1, Messi wechselt zu Manchester City. Nummer 2, der Big City Club steigt ab. Uff. Nummer 1, Messi zu City. Nein. Lionel Messi wird Barcelona nicht verlassen, jedenfalls nicht in den nächsten Jahren, vielleicht wenn er 36 ist, 38, keine Ahnung. Lionel Messi ist der mächtigste Mann bei Barcelona. Lionel Messi entscheidet, wer Sportdirektor ist. Oder er entscheidet es nicht, aber zumindest wird niemand in eine Führungsposition bei Barca gehoben, ohne dass man vorher mit Messi spricht. Messi entscheidet alles bei Barcelona und Messi wird diesen Verein nicht verlassen. Er ist der mächtigste Mann da. Und diese ganzen Geschichten, dass er geht, einfach Quatsch für mich. Ich glaub's nicht. Vor allem, wenn man sich überlegt, dass Messi bei Football League, ich habe jetzt nicht mehr die genaue Zahl im Kopf, deswegen will ich es jetzt nicht um mich werfen, aber ein absurdes Geld bezieht pro Jahr. Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Lionel Messi wird seine Karriere bei Barca beenden und das sage ich jetzt im Sinne von seine Top-Karriere, ob er da noch 2 Jahre irgendwo dranhängt, das mag mal sein, aber er wird in seinem Leben nicht in der Premier League spielen, er wird genauso wenig in der Serie A spielen und nicht in der Bundesliga. Und damit ist er automatisch schlechter als Shinzi Lords, denn der hat mal Bundesliga gespielt. Der Big City Club steigt ab. Es ist auf jeden Fall ein Eselrennen zwischen Bremen und Hertha. Es geht jetzt nur darum, wer dümmer ist. Ja, ich kann es mir vorstellen. Ich kann es mir vorstellen. Ich halte Nuri für keinen tollen Trainer. Seltsame Geschichte, alles in allem. Aber Bremen muss erstmal zeigen, dass sie cleverer sind als Hertha und das sehe ich noch nicht. Munchkin, Verschwörungstheorie. Wir nennen das One Football Aluhut bei uns. Klinsmann wurde nur geholt, um einen großen Namen für die Wintertransfers zu haben. Sein Rücktritt war von vornherein geplant. Muss man ein bisschen ausklapp. Wie sagt man das? Klarhärtern. Ich glaube nicht, dass der Name Klinsmann bei Wintertransfers geholfen hat. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das Geld hat geholfen. Ich glaube eher, dass man tatsächlich dachte, dass er das vielleicht den Karren aus dem Dreck ziehen könnte. Und der Rücktritt war von vornherein geplant. Hatte ich auch eine Zeit lang überlegt. Ich dachte auch, dass der Rücktritt eventuell geplant war und dass es einfach nur darum ging, dass man die Machtverhältnisse in Richtung Windhorst verrückt. Das glaube ich inzwischen nicht mehr. Ich glaube, dass Hertha unterschätzt hat, was in Klinsmanns Kopf tatsächlich los ist. Und Jürgen Klinsmann hat seine fußballerische Funktionärskarriere damit krachend beendet. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass der noch irgendwo in einem ernstzunehmenden Verein jemals wieder eine wichtige Stelle bekommen kann. Dafür war das einfach zu wild. Auch die Aussage, ach, diese Facebook-Live-Videos, Alter, ich pack mein Leben nicht. Obey 16! Wäre es klug für Liverpool, Roberto Firmino mit Timo Werner zu ersetzen? Zurzeit sind die drei Offensivstars eingespielt und auch privat gut befreundet. Diese beiden Spielertypen komplett das Gegenteil des anderen. Außerdem hat Werner 3 Sterne Weakfoot. Ein Teil davon habe ich mir ausgedacht. Ersetzen nicht. Ich glaube aber, dass Liverpool die drei da vorne nicht zusammenhalten wird und ich glaube eher, dass Sadio Mané derjenige ist, der den Verein verlassen wird. Einfach nur ein Gefühl. Ich glaube, dass da zum Beispiel Real Madrid wirklich nochmal im Sommer eine Offensive starten wird. Und dann, und Werner ist ja jemand, der, Sadio Mané spielt ja, die drei da vorne drin bei Liverpool spielen ja eh flüssige Rollen, bis auf Roberto Firmino. Also Salah und Mané, die spielen ja keine klassischen Flügelpositionen. Und das kann Timo Werner durchaus spielen. Und ich glaube eher, dass man auf Firmino setzt und Werner als Mané-Ersatz oder wer auch immer für so eine Halbposition reingeholt wird.
Aber Firmino ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig für Liverpool. Rico Deluxe. Nee, Rico Ledux. Rico Ledeux. Rico Ledeux. Traut ihr dem BVB mit dieser Abwehr das Weiterkommen in der Champions League gegen PSG zu? Und Folgefrage, glaubt ihr, dass Lucien Favre, wenn die beiden Spiele verloren werden, noch vor Sommer gehen muss? Also, trauen wir das Weiterkommen zu? Dazu bereite ich gerade ein Video vor, das kommt am morgigen Freitag über den BVB in der Champions League dieses Jahr. Und ich traue es ihnen unter Umständen zu, ich will aber nicht zu viel verraten dazu. Klar ist natürlich, der BVB wird das Spiel nicht mit keiner Abwehrschlacht gewinnen. Der BVB ist aber in der Lage, gegen jede Mannschaft 5 Tore zu machen. Und wenn sie darüber kommen, mit den Fans im Rücken, warum denn nicht? Glaubt ihr, dass Lucien Favre noch gehen muss vor Sommer? Lucien Favre ist in der Position, wo er, wenn er 2 Spiele nicht gewinnt, sofort in der Kritik steht. Da kommst du eigentlich nicht mehr raus, außer du gewinnst die Champions League. Der ist heftigst angeschlagen. Ich glaube aber, dass Dortmund alles daran setzen wird, mit Favre bis Sommer weiterzumachen. Und also was passieren müsste, wäre, glaube ich, Niederlage gegen Frankfurt, Niederlage gegen PSG, dann nochmal, wer auch immer dann danach in der Bundesliga kommt, ich weiß nicht aus dem Kopf, und dann nochmal gegen PSG. Das heißt, man hätte 4, 5, 6 Spiele in Folge nicht gewonnen, dann könnte es passieren. So. Wenn sie in der Lage sind, in der Bundesliga aber diesen Vorsprung, Rückstand von 4 Punkten ungefähr zu behalten und länger in Starkdistanz zu bleiben, werden sie sich, glaube ich, nicht von Favre trennen. Grillskill. Favre wird sich wohl nicht länger halten können als bis zum Sommer. Richtig. Wen könntet ihr euch als Nachfolger vorstellen? Letztes Jahr war zum Beispiel noch Kofeld im Gespräch. Ich glaube, dass Kofeld im Sommer immer noch ein Kandidat sein wird beim BVB. Aus mir schwerlich erkennbaren Gründen ist Florian Kofeld die heißeste Trainerware hinter Jürgen Nagelsmann scheinbar. Und ich glaube, dass die Idee junger, passionierter, emotionaler Trainer beim BVB, das gefällt den schon allen ganz gut. Ich habe keine richtigen Ideen sonst für den BVB. Fällt dir jemand ein, Flo? Klinsmann? Nee? Kovac. Kovac zum BVB, ja, das passt natürlich. Das passt natürlich von der Philosophie wie die Faust aufs Auge. Ich kann euch keinen Nachfolger nennen. Ich weiß es nicht. Das ist eine der schwierigsten Aufgaben, die der BVB in diesem Sommer zu bewältigen hat, die es so gibt in der Bundesliga. Und ich werde sehr gespannt drauf sein. Und ich werde einfach jetzt mal nichts sagen dazu. Ich werde jetzt einfach mal die Schnauze halten und keine Prognose abgeben, wer es sein könnte. Aber ich glaube, dass Kofeld im Gespräch sein wird. Mehr sage ich nicht. Marco Rose. Marco Rose. Marco Rose wird Trainer vom BVB. Ich habe meine Meinung geändert. Ich sag doch was. 3 Moji Saka. Wird es das Titelrennen in der Serie A auch für weitere Jahre geben? Und wenn ja, wo seht ihr die Schwächen der einzelnen Titelanwärter Lazio, Juve, Inter? Und können sie diese mit Transfers ausbessern? Ist schwierig zu sagen. Wir sind jetzt gerade in der Situation, dass in der Serie A endlich mal wieder ein bisschen was offen ist. Auch wegen der überragenden Arbeit, die gerade Inter geleistet hat, finde ich, in den letzten 1,5 Jahren. Aber prinzipiell hat Juve einen solchen finanziellen Vorsprung gegenüber den anderen Mannschaften, dass ich mir absolut vorstellen könnte, dass die im Winter, im Sommer dafür sorgen, dass sie nochmal sich wieder einen Vorsprung auf die anderen beiden holen, durch Transfers. Schwächen, ich glaube, also um das mal ganz kurz zu halten, bei Lazio würde ich einfach als Schwäche sehen, dass dieser Kader nicht um Titel mitspielt und das noch nie gemacht hat. Sehr gute Defensive, sehr gute Offensive, ich glaube, beste Torverhältnisse in der Serie A, glaube ich. Vielleicht mal nachgucken, bevor wir sowas sagen. Da sehe ich halt einfach nur die Gefahr, dass diese Mannschaft, die eben noch nie um irgendwas Wichtiges in der Zusammensetzung mitgespielt hat, am Ende ein bisschen die Luft ausgeht. Das hat man in diversen Ligen von diversen Mannschaften schon mal gesehen. Lazio hat die nach Atalanta beste Offensive und mit 20 Gegentoren die beste Defensive gemeinsam mit Inter. Und bei Inter kann ich mir absolut vorstellen, dass die das Rennen auch dieses Jahr offen halten, dass sie es vielleicht sogar gewinnen und dass sie das auch in den nächsten Jahren offen halten können. Die sind so clever, dieser Eriksen-Transfer ist so unterbewertet gut. Ich verstehe nicht, warum Leute immer sagen, dass 20 Millionen für Eriksen im Winter viel Geld war. Weil dann kommt immer das Argument, der wäre im Sommer ablösefrei gewesen. Ja, eben, der wäre im Sommer ohne Vertrag gewesen. Da wären alle Mannschaften draufgegangen. So hast du einen Weltklasse-Mann für 20 Millionen geholt. Das ist doch ein Schnäppchen. Das ist einfach nur ein Schnäppchen, nichts anderes. Naja, um zurück zur Frage zu gehen. Ich denke, das ist einfach zu früh, das zu beantworten. Ich freue mich sehr, dass es mal wieder so ist. Wegen mir müsste es nicht Lazio sein. Ich denke, Inter wird Juve langfristig Probleme machen. Aber ich denke auch, dass Juve nochmal nachbessern wird. Und dass wir in der Serie A hoffentlich vor einigen spannenden Jahren stehen. Die nächste Frage kommt von mir, Nico. Hey, eure Mini-Prognose zur zweiten Bundesliga. Wer steigt auf und wer steigt ab? War ja klar, dass du mich so rankriegen willst, Nico. Machen wir wirklich Mini? Ich glaube, dass es nämlich einen relativ eindeutigen Weg geht. Ich glaube, Bielefeld, Stuttgart, HSV werden das vorne sich ausmachen.
weil ich einfach nicht sehen kann, wie Heidenheim da im Schlussspurt mithalten soll oder Greuther Fürth danach rankommt, glaube ich nicht. Deshalb die drei, will mich jetzt da ungern festlegen, wer dann auf dem Relegationsplatz ist. Höchstwahrscheinlich HSV, das würde einfach zu gut passen. Und ich glaube, dass Dynamo weg ist. Ich glaube, dass der beim KSC ist der Trend so gravierend, da geht es so in die falsche Richtung, dass die auch absteigen werden. Und dann glaube ich, dass der glorreiche SVW in Wiesbaden 1926 in der Relegation spielen wird. Und da könnte ich mir vorstellen, dass sie dann drin bleiben. Das ist eine Fighter-Mannschaft im Hexenkessel. Britta Arena, dem hässlichsten Stadion Deutschlands, wird man die Klasse halten können. Thorsten Wösenbrink, Moinsen. Wie kann Werder den Klassenerhalt noch schaffen? Was muss eurer Meinung nach passieren, um das Ruder noch rumzureißen? Was würdet ihr ändern? Und liegt es am Personal oder an der Taktik? Bei Werder ist das passiert, was man immer so ein bisschen befürchtet. Eine Mannschaft kommt in so einen Negativstrudel rein, durch Verletzungspech oder was auch immer, und dann geht es komplett in die falsche Richtung. Ich kann mir schon vorstellen, dass Werder die Klasse hält, und ganz ehrlich, ich wünsche es mir. Ich wünsche es mir sehr, dass Werder drin bleibt. Und wenn es über die Relegation gegen den HSV ist, wobei ich eigentlich, ich hätte nächstes Jahr gerne Werder und den HSV in der ersten Liga, sage ich ganz, ganz offen und ehrlich. Ich glaube, dass es wirklich wichtig ist für Werder. Ich glaube, Augustinsson ist wieder Mannschaftstraining, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist, glaube ich, wichtig, denn das war für mich in den letzten Spielen wirklich, was die Außenverteidiger bei Werder gemacht haben. Ach du Scheiße. Und da jemanden zu haben, der defensiv ein bisschen Kapazitäten hat, ist sicherlich sehr, sehr viel wert. Und was muss passieren? Ey, ganz im Ernst. Davy Selke, da muss der Knoten platzen. Man braucht Tore von Davy Selke. Flo lacht sich kaputt hinter der Kamera. Weil er denkt, dass Davy Selke keinen Knoten hat, sondern Knoten ist. Und dann braucht Werder einfach einen Brustlöser. Und das große Problem ist natürlich, jetzt kommt Leipzig, dann kommt Dortmund. Übrigens, Dortmund ist die Mannschaft, Bremen ist die Mannschaft. Und dann kommt Eintracht Frankfurt. Und das sind schon undankbare Spiele, das muss man mal ganz klar so sagen. Das sind alles Mannschaften, die du jetzt nicht haben willst. Ich kann mir absolut vorstellen, dass am Anfang März, ich glaube, Anfang März spielt Bremen gegen die Eintracht, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Florian Kohfeldt nach dem Spiel kein Trainer mehr ist. Und dann müssen Punkte her. Dann Hertha, Leverkusen, Freiburg, Gladbach, Schalke, ach du Scheiße, Wolfsburg, Paderborn, Bayern, Mainz, hinten raus. Bremen muss das hinten raus irgendwie regeln. Und ganz im Ernst, ich hab keine Patentlösung. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß wirklich nicht, was Bremen machen soll. Ich glaube, neuer Besen kehrt gut. Irgendwann muss man sich von Kohfeldt trennen, einfach nur, um zu hoffen, dass ein neuer Trainer einen neuen Impuls geben kann und diese wirklich komplett in sich zusammengesunkene Truppe, die inzwischen Werder Bremen ist, irgendwie auf Vordermann zu bringen. Aber also so richtigen Ansatz habe ich da nicht. Niklas Füllkrug, der ist, glaube ich, mit dem Kreuzbandriss raus für den Rest der Saison, wenn mich nicht alles täuscht. Werder-Fans, ich kann euch leider wenig sagen. Für meine Hoffnung, wenn ich Werder-Fan wäre, würde ich 3 Spiele abwarten, Kohfeldt raus, wenn es nicht funktioniert, hoffen, dass der neue Trainer neue Impulse setzen kann, irrational darauf hoffen, dass Davy Selke funktioniert, dass man die Außenbahn schließen kann und dass man für den Rest der Saison ein bisschen vom Verletzungspech verfolgt wird. Verschont bleibt und dann einfach zu Jesus beten, dass man da irgendwie rauskommt. Christi Santana Aurajo. Mich würde interessieren, wie ihr zu einem Transfer von Upamecano zu den Bayern steht. Ganz normal. Ich stehe meistens einfach aufrecht. Das müssen wir eigentlich fast rausschneiden. Denkt ihr, es wäre ein deutliches Upgrade oder stellt Pavard, Süle, Hernandez schon die beste Abwehr der Liga? Die stellen die beste Abwehr der Liga, aber das heißt ja nicht, dass es kein Upgrade wäre. Ich glaube, dass es Bayern sehr, sehr gut tun würde. Denn, was sehen wir? Pavard, Süle, Hernandez sind schon da. Und trotzdem spielt zum Beispiel Jerome Boateng häufiger mal. Denn verletzungsanfällig. Alle drei. Und Upamecano hat das Potenzial von denen, in meinen Augen, hat er das Potenzial, ein Weltklasse-Innenverteidiger zu werden. Selbe wie Süle, selbe wie Hernandez. Und davon 3 zu haben, ist keine schlechte Idee. Und deshalb würde ich, wenn ich Bayern wäre, würde ich absolut versuchen, da Upamecano hinzuholen. Denn wie gesagt, dann muss man sich zum Beispiel auf den Jerome Boateng, der nächstes Jahr auch gar nicht mehr da sein wird, nicht mehr verlassen. Man muss David Alaba nicht als Innenverteidiger, auch wenn er das sehr, sehr gut gemacht hat, spielen lassen. Und für mich ist es ein Upgrade, egal in welcher Konstellation du ihn holst. Timo W., welcher Verein wird der nächste AC Milan, Man United? Also von ganz oben nach ganz unten in ein paar Jahren. Boah, das ist so ein bisschen Katastrophentourismus.
Aber ich sag's mal so, wenn bei City der finanzielle Stecker gezogen wird, dann fällt das so krachend zusammen. Und deshalb wäre meine Prognose irgendein Premier League-Verein, wo der Geldgeber keinen Bock mehr hat. Und dann kann das ganz schnell in sich zusammenfallen, weil einen ähnlich potenten Geldgeber wie die reichste Familie der Welt ist schwer zu finden. Deshalb, ich sage einfach mal City, auch wenn ich es überhaupt nicht als Prognose verstanden haben will, sondern einfach nur ein reicher, aktuell reicher Premier League-Verein, wo vielleicht der Investor dann keinen Bock mehr drauf hat. Und dann kann das ganz, ganz schnell nach unten gehen. Go Joe! Was haltet ihr von der Aussage über Kimmich? Er wäre zu kritisch für sein Alter. Finde ich schon äußerst seltsam, gerade von jemandem, der ständig fordert, es sollte mehr Typen im Fußball geben. Ja, das war die Aussage von Mehmet Scholl, der gesagt hat, Joshua Kimmich wäre die Greta Thunberg des deutschen Fußballs. Zwar erstmal damit zu implizieren, dass Greta Thunberg was Negatives ist. Bullshit, blöde Aussage, ganz generell eine dumme Aussage von Mehmet Scholl. Das war in seiner Plattenkiste, wie auch immer die Show heißt. Damit hat er ein bisschen Medieninteresse wieder mal auf die Sendung bekommen. Das war sicherlich sehr gut für ihn. Ganz prinzipiell finde ich es eine absolute Schwachsinnsaussage, da muss man gar nicht drüber reden. Joshua Kimmich hat selber gesagt, man kann anführen, das hat nichts mit dem Alter zu tun. Und hat absolut recht damit. Ich finde es sehr, sehr gut, dass Joshua Kimmich kritisch an viele Dinge herangeht. Das fehlt dem deutschen Fußball. Und da bin ich zu 100% Team Kimmich. Und ist für mich auch gar keine Diskussion. Überhaupt gar keine Diskussion. Denn Joshua Kimmich bringt Leistung. Wenn Joshua Kimmich nur auf der Bank sitzen würde oder 4 Eigentore im Schnitt macht, dann wäre das eine andere Geschichte. Joshua Kimmich geht bei den Bayern mit Leistung und auch als Wortführer voran. Und ich finde es absolut in Ordnung und finde, dass er mit Scholl da einfach sich vergaloppiert hat. Muss man aber jetzt auch nicht für mit Fackeln aus der Stadt jagen und Mistgabeln, denn am Ende des Tages hat er einfach in der Radioshow ein bisschen gelabert. Ist jetzt auch nicht für anderes, als was ich hier mache. Der Käsekrieger! Er ist zurück, Flo. Der Käsekrieger. Freut mich. Klingt ja so, als hätten sie den Salamikrieg gewonnen. Könnte bei der USA-Nationalmannschaft was Geiles zusammenwachsen? Allein in der Bundesliga spielen so viele Talente. Sargent, Steffen, Reiner oder so. McKennie. Ja, auf jeden Fall. Die Nationalmannschaft der USA steht sicherlich an der Schwelle dazu, den besten Kader zu haben, den sie jemals hatten. Was entsteht da? Das ist die große Frage. Ne? Also reicht das irgendwann für internationales Top-Level, für WM-Titel oder sowas? Sehr früh, um das zu sagen, aber ganz prinzipiell bin ich beim Käsekrieger und sage, ja, beim USMNT wächst auf jeden Fall gerade was zusammen, das wir so noch nicht so gesehen haben und das freut mich auch sehr. Sie haben das clever gemacht, sie haben angefangen, ihre Talente in Europa unterzubringen. Nicht, dass der Verband da irgendwie groß dahinter wäre, aber das hat sich einfach so ergeben. Dadurch auch, dass Scouting-Bereiche der europäischen Top-Clubs sich ausweiten und man eben auch in den USA Talente finden kann. Und das tut der Jugend und dem Nachwuchs der USA extrem gut und es freut mich sehr für sie. Florian Montana, was ist zurzeit mit Barca los? Ist die Mannschaft veraltet? Stimmt die Chemie der Spieler nicht? Oder wo liegt das Problem? Mischung von allem. Tatsächlich genau die Mischung aus den Dingen. Ich glaube, sie brauchen jemanden fürs Zentrum defensiv. Es fehlt für mich der Kommandant in der Innenverteidigung so ein bisschen. Und es erschließt sich mir häufig nicht, was die Idee ist, die Barca spielen will. Ich finde, Antoine Griezmann sieht aus wie ein absoluter Durchschnittsspieler. Barca hat viel, viel Geld investiert und für mich zum Teil in die falschen Spieler. Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann und keine Lösung dafür. Das Problem ist aber eben die Mischung aus allem. Ne? Man hält weiter an einem Piqué, an einem Busquets und an einem Messi fest, was in Ordnung ist, was immer noch großartige Spieler sind. Aber die Chemie zum Beispiel jetzt auch mit einem Frankie de Jong ist noch nicht 100% da. De Jong spielt für mich zu weit vorne bei Barcelona. Den würde ich ein bisschen tiefer spielen lassen. Und da haben aber andere Leute auch einen Anspruch drauf und das ist einfach schwierig. Und deshalb glaube ich, bei Barca sind einfach viele Dinge, die noch nicht so richtig klicken. Ich glaube aber auch, dass sie nicht weit davon entfernt sind, dass es funktionieren könnte. Luki ATSV. Welche Traditionsvereine, die mittlerweile der sportlichen Bedeutungslosigkeit verloren sind, würdet ihr gerne wieder weiter oben sehen? Och, das ist natürlich jetzt eine Frage. Was heißt denn Bedeutungslosigkeit? Ist es schon, wie machen wir das, Flo? Soll ich schon zweite Liga mit reinnehmen? Dritte Liga? Zweite Liga nicht? Weil ich würde zum Beispiel natürlich saugerne den HSV wieder in der Bundesliga sehen. Ich würde saugerne den VfL Bochum mal in der Bundesliga mal wieder sehen. In der dritten Liga gucken wir doch einfach mal durch. Zuallererst, was mir noch einfällt, wäre zum Beispiel der SSV Reutling. Den hätte ich gerne mal wieder. Oder den SSV Ulm auch. War SSV Reutling, ne? Das war auf jeden Fall SSV Ulm. Die würde ich gerne wieder irgendwo sehen. 1860 zumindest in der zweiten Liga. Bitte, 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 bitte. Meppen würde ich gerne sehen. Ich hätte ja irgendwann mal Uerdingen gesagt, aber das Konstrukt da gefällt mir nicht so richtig gut. Hansa Rostock ist für mich eine Mannschaft, die man in der zweiten Liga mindestens sehen muss. Und ganz klar, eine Mannschaft, die ich nicht mag,
aber die dazugehört, ist der FC Kaiserslautern. Da gibt es keine Diskussion. Der FCK gehört für mich in die Bundesliga. Ich will auf den Betzenberg fahren und alles daran hassen. Brauche ich. Ich brauche Kaiserslautern in der Liga. Kommt zurück, liebe Rote Teufel, die keines der letzten vier Spiele gewonnen haben, aber immer noch den besten Fußball außerhalb der Bundesliga spielen. Danke dafür, Niklas. FSV Frankfurt, Wackerburghausen. FSV Frankfurt? Nee. Alemannia Aachen. Alemannia Aachen ist fair, aber warum denn FSV Frankfurt? Die haben doch gar nichts zu melden. Das war in der Bundesliga. Hä? Derby ist in der Bundesliga. Das ist aber kein Derby. Scheiß auf die. Dann Offenbach. Dann Kickers Offenbach. Also lieber Kickers Offenbach als der FSV Frankfurt. FSV Frankfurt hat gar keine Fans. Gar keine. Ich weiß noch, als ich mal in der zweiten Liga bei Union war, sind die mit 7 Auswärtsfans angereist. Das ist kein Scheiß. 7. Dann lieber Offenbach. Wackerburghausen. Du meinst so Wacker Nordhausen. Ja, Wackerburghausen wäre auch schön. Mit Thomas Broich. Ja, Freunde, das war's mit dem heutigen Q&A. Recht herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Abonniert gerne unseren Kanal, das bedeutet uns viel. Lasst Rezensionen auf iTunes da. Bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen. Prost. Warum lässt er da laufen? Läufen. Ja.